Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht's um das ganze Thema PvP. Und zwar, wie ihr im PvP-Gebiet die Blutsteine sammeln könnt, ohne wirklich PvP zu betreiben. Weil da habe ich zum Beispiel persönlich gar keinen Bock drauf. Und da gibt's nämlich einen kleinen Trick, den ihr machen könnt, damit ihr sehr, sehr, sehr viel weniger Gegner in den Gebieten hier seht. Und zwar, ich will jetzt gerade mal hier den Gegner killen, bevor die nämlich mich killen. Und zwar ist das bei Spieloptionen. Ich verlasse einmal das Game. Spiel verlassen. Übrigens, die Blutsteine verliert er, wenn er das Spiel verlasst. Das war natürlich clever. Weltstufe 4 natürlich. Und dann gibt es hier einen Unterpunkt, der heißt Spielmenü. Dort geht ihr auf Optionen und dort auf Freunde. Und dort, ganz wichtig, ganz oben der Punkt netzwerkübergreifende Spielen aus. So könnt ihr nämlich nur Leute treffen, die das auch aushaben und auf dem gleichen, auf dem gleichen System spielen wie ihr. Das heißt, wenn ihr auf dem PC spielt, auf dem PC. Wenn ihr auf der PlayStation 4 spielt, auf der PlayStation 4. Wenn ihr auf der Xbox spielt und so weiter und so fort. Und wenn ihr das aushabt, dann werdet ihr merken, seht ihr sehr, sehr, sehr viel weniger Gegner. Und ich habe das jetzt schon mal eine halbe Stunde gemacht. Und 24.000 gesammelt. Manchmal sind hier auch solche Ereignisse. Da versuchen wir mal eins gerade zu finden. Ansonsten kill ich hier einfach immer so viele Gegner, bis ich so um die 1.000 bis 2.000 habe. Und dann gehe ich die irgendwo extrahieren. Und ich sehe wirklich sehr, sehr, sehr wenig Gegner. Ich hatte eben einen gesehen innerhalb einer halben Stunde. Das ist wirklich wenig. Und wenn euch das Ganze zu schwer ist in Weltstufe 4, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch in Weltstufe 3 machen. Dort fällt aber viel weniger Samen des Hasses. Deswegen würde ich auf jeden Fall vorschlagen, macht das Ganze in Weltstufe 4. Ich steuere jetzt schon mal... Oh, hier ist ein Boss. Den können wir auf jeden Fall machen. Der Boss gibt immer richtig viel. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Der Boss ist immer sehr gut. Was ihr auch noch machen könnt, was ein guter Trick ist, ist euch selber als roten Gegner hier zu markieren. Falls ihr mal einen trefft, dann ist es eigentlich immer sehr wahrscheinlich, dass derjenige auch rot ist. Deswegen laufe ich meistens als Gegner rum. Habe ich jetzt hier nicht eingestellt, um euch das einmal zu zeigen, dass man hier echt nicht so viele Gegner sieht. Den killen wir eben. Glückstreffer gerade gekommen. Wenn ihr mein Video vorgestern abgecheckt habt, dann wisst ihr, wie selten das war. und so, da haben wir den. Das gibt immer richtig viel. Ich habe jetzt 1200 und der gibt über 3000. Dann würde ich sagen, gehe ich einmal extrahieren und ja, gönnen wir mal eben 5000. Wie lange das gedauert? Das Video geht noch keine 3 Minuten. Hab schon 5000. Hatte jetzt natürlich auch Glück mit dem Boss. Aber bislang noch kein, weit und breit kein Gegner zu sehen. Läuft doch. Jetzt gehe ich hier einmal extrahieren. Extrahieren ist immer ein bisschen gefährlich, weil extrahieren sieht man natürlich auf der Karte. Das heißt, wenn hier ein Gegner wäre, würde man es sehen. Aber ihr habt netzwerkübergreifende Spielen aus, Leute. Hier sind sehr wenig Leute. Sehr wenig Leute sind unterwegs. Und falls ihr mal einen habt hier in eurem... auf eurem Netzwerk, dann rate ich euch, einmal Spiel verlassen, neu rein, dann seid ihr zu 90% auf einem anderen Server und habt dort dann wieder entweder andere Gegner, keine Gegner, auf jeden Fall nicht diesen Gegner, der euch gerade gekillt hat. Das mache ich dann auch, weil gerade der Druide, der pulverisierende Druide ist jetzt nicht der beste für PvP. Da gibt es definitiv andere Builds und andere Klassen. Ihr könnt euch natürlich auch eine PvP-Klasse machen, also vielleicht steppe ich da auch mal rein und mache mir mal eine Klasse, die rein für PvP ausgelegt ist. Aber ihr seht, so einfach wie hier habt ihr noch nie 5000 bekommen. Und ja, das war es eigentlich schon. Das ist der Trick, netzwerkübergreifende Spielen einfach ausstellen. Ihr könnt das natürlich auch hier machen. Option, Freunde, netzwerkübergreifende Spielen. Ah, kann nur im Charakterbildschirm ausgeführt werden, also geändert werden. Und das ist der ganze Trick. Ich werde das Ganze jetzt noch weitermachen. Weil ich will 80.000 haben. Es gibt nämlich einen richtig, richtig coolen Pferdeharnisch. Den kann ich hier einmal einblenden.
Den will ich unbedingt haben und dafür brauche ich diese 80.000. Damit kann man nämlich richtig schön flexen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen. Wer nichts verpassen wollt von Diablo 4, es kommt ja auch bald die Season raus. Wenn ihr da auch nochmal ein bisschen mehr erfahren wollt, dann checkt mal hier das Video ab. Da habe ich ein bisschen über die Season was erzählt. Ein Follow da lassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.